Das Thema der kommenden Jahrestagung Weltkirche und Mission dreht sich um die Entwicklungsziele, wie es nach 2015 weitergeht. Was sind Ihrer Ansicht nach die drängendsten Ziele, die auf die Agenda müssen? Das drängendste Problem ist für mich nach wie vor die Ernährungssituation. Es gibt 1 Milliarde Menschen, die hungern. Wer hungert, der kann nicht arbeiten. Kinder, die hungern, können nicht lernen. An dem Hunger hängt die Bildung, am Hunger hängen auch Vertreibungen, hängen auch Kriege. Wir müssen unbedingt dafür sorgen, dass alle Menschen Nahrung haben. Das ist möglich. Wir wissen aufgrund wissenschaftlicher Forschungen, dass die Welt 12 Milliarden Menschen ernähren könnte. Wir sind nur 7. Es muss möglich sein, dass alle Menschen auf dieser Erde genügend zu essen haben. Dann kann die Entwicklung weltweit weitergehen.